Huch, ich dachte, die ist was mitnehmen. Sollte ich das nicht? Toll, ich dachte, ich sollte den Autoinjektor mitnehmen, aber da ist ja anscheinend nichts. Super. Alter, das Geräusch, ne, das macht mich wahnsinnig. Diese Sachen, die immer rumrollen müssen. Was bist denn du? Na ja, toll, ich hätte Licht anmachen können. Schutzhelm, können wir mal aufsetzen hier, so. Tja. Ich bin jetzt nicht schlauer hier, muss ich sagen. Es rollt da hinten rum. Naja. Ich mach Licht mal wieder aus, auch da hinten, damit, falls ich mich verstecken muss, hier nichts mich findet. Auch wenn, wenn ich mich hier verstecken muss, wirklich, dann ist es schon zu spät, weil dann kommst du mir hinterher. Verschwimmt meine Sicht. Ich bin jetzt nicht so wirklich weiter, muss ich sagen. Ich komme noch mal bei Power Manager. Lager können wir. Das Lager möchte ich aber gerne anlassen. Ja, ist ein okay. Kommunikationszentrale. Huch, ne, ich wollte gerne schon hier. Abflussregler. Kann ich wirklich nur ein zur Zeit. Nee, oder? Nee, dann will ich das Lager anlassen. Hier rüber, das ist links von mir. Und links dann direkt. Da ist etwas, was man ausschalten muss. Ich kann mir vorstellen, dass das Strom zieht ohne Ende. Aber wird es noch benötigt? Das ist jetzt die andere Frage. Brauche ich das vielleicht noch? Braucht er es da unten? Ich will ihn jetzt unnötig umbringen. Ich weiß auch einfach nur die Lampe. Ich mache einfach mal die Lampe aus. Oder ist es das da hinten? Ich gehe mal da hinten runter. Ja, das hast du gerade eben schon gesagt. Huch, hier. Ah. Schlechte Wahl. I'm sorry. I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Just get me a doctor.
Du siehst nicht mehr ganz gesund, Mann. Wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur die Lampe. Die Leute von Amnesia, die Macher von Amnesia sind echt, echt asozial, wisst ihr? Die haben das mit Absicht gemacht. Ich darf den nicht abschalten, denn stirbt er. Jetzt zwingt mich das Spiel, da hinten ins Unbekannte zu gehen. Das will ich aber nicht. Muss ich aber, hier. Und er will mich von rechts was anspringen. Garantiert. Naja. Fluchtplan ist diese kleine Nische, die ich da gesehen habe. Auf der linken Seite. Da werde ich mich jetzt als nächstes hinkriechen. Und abwarten. Und dann gehe ich weiter, wenn alles ruhig ist. Wenn das unruhig ist, bevor ich da bin, gehe ich gleich hier rechts ins Workshop rein. Und verstecke mich dort auf der linken Seite dann hinter der Mauer. Nische. Trinken. Wenn ihr noch was trinken wollt, dann macht es jetzt. Ich sag ja nur. Ich will euch ja eure Tastatur zum Beispiel nur von Flüssigkeitsschaden bewahren. Was durchaus passieren kann, wenn jetzt gleich ein Jumpscare kommt oder Schockmoment oder was auch immer. Oder wenn ich gleich angesprungen werde und irgendwas beißt mir der Hals ab. Das Bild ist, hat auch ab und zu mal so ein Verschwimmen. Also es schwimmt tatsächlich mal. Hier liegt Karl. Die fliegen schon um ihn herum. Das war, glaube ich, nichts. So. Ich traue mich nicht, da lang zu laufen. Mut. Ah, ist zu toll. Es ist eine Tür. Und da hinten blinkt ein Error. Ja, das Spiel lockt mich natürlich hier hoch. Yippie. Ole, ole. Okay, Flucht immer noch nach hinten zu Nische. Ich weiß, dass da ein Monster nachher rumrennt. Ich weiß das. Anzüge. Ich will einen Anzug. Enjoy your stay. Täter. Sofort umkehren. Wir haben Y versiegelt, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Vermasselt es nicht. Karl war nicht mein Fehler. Jemand weiß, dass Karl sch... Nicht so laut! Tot ist. Azao, Amy, 0735. Ich schreib's mir mal auf. Ich brauch nur irgendwie... Ah, okay. Es, was eignet sich nicht besser als das aufgerissene Kuvert der GEZ?
Das Ganze geht weiter, während ich hier das halte, ne? Hm. 0735. Ich gehe wieder zurück. Sicht aus einem Kind. So nach dem Motto. So von der Größe her. Okay, auslocken. Wie war die Nummer nochmal? 0735, ne? Kann man nämlich E-Mails lesen. Gute Arbeit. Versucht alle Backup-Turbos in Betrieb zu nehmen und Produktion auf 60% zu drosseln. Angesichts all der Evakuierungen können wir mit den leisen und gleichmäßigen Summen überleben. Gibt keinen Grund, das System zu stark zu belasten. 20 bis 25 Jahre Produktion sollten möglich sein, bevor wir wieder auf die Turbos zurückgreifen müssen. Die Roboter werden überall in Pathos 2 immer unberechenbarer und leider gibt es keine universellen Notausschalter, da wir wohl nicht nach Epsilon zurückkehren werden. Könntest du es mit dem Versiegeln von Sektoren probieren, damit die Helper nicht in wichtige Bereiche vorbringen können. Ah, die Helper, siehst du? Der Begriff Helper wird offenbar ziemlich groß geschrieben hier. Wir haben es geschafft, die meisten Backup-Turbos zu verlinken und alle Generatoren zu aktivieren. Y sollte noch mindestens ein Jahrzehnt Strom produzieren können, bevor uns die Abzugsschächte durchzubrennen beginnen. Die schlechte Nachricht ist, dass es mit den Maschinen schlimmer wird. Wir haben eine Lösung zu ermitteln versucht, sie alle abzuschalten, aber angesichts der riesigen Menge an Einheiten bei Y sieht es nicht gut aus. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass sie die Stromproduktion unterbrechen könnten, wenn wir weg sind. Irgendwelche Vorschläge? Okay, das hat sie gesendet. Und dann kam das. Okay, da haben wir auch Zugriff, das ist sehr gut. Personal kennen wir bereits. Dann würde ich sagen, bleibe ich bei Power Manager und okay, wieder zurück. Ich habe jetzt leider die Nummer von dem anderen nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Ziel ist es, da hochzukommen. Und dazu muss ich Strom abschalten. Und dazu muss ich da oben rechts hin. Ja, ich muss gleich mal eine Pause machen hier. Ja, warum auch immer der Strom aus ist. Klonk. Ich will nicht hoch zum roten Licht. Ich warne euch vor. Da passiert doch gleich was. Da spült jemand. Da läuft Wasser aus. Oh.
Oh Mann, ich muss mich hier garantiert verstecken. Hier ist zerschossen. Das heißt, wenn das Wasser hier durchgeht, beziehungsweise... Okay, wir haben hier einen Punkt zum Verstecken. Das ist offensichtlich. Ich muss nochmal kurz abgehen. Dann rennt das Viech, wenn da eins drin ist, und ich glaube, da oben ist eins, weil das poltert nämlich ziemlich stark. Dann geht's hier, und da kann ich mich hier zufälligerweise hier drin verstecken. Ne, wäre ja auch zu schön gewesen. Dann mal die Dinger zu, sonst stören sie nur. So, sonst ist hier kein W-Punkt zum Verstecken oder sowas, ne? So ein Ding kann ich nicht anziehen, ne? Schade. Oh, Jesus, Maria und Josef. So, dann muss ich hier runter. Ich gehe mal da nach vorne, weil irgendwas... Irgendwas ist doch immer hier. Gut, die Nische kenne ich bereits, aber der Weg ist zu lang. Ich muss ihn dann voll hinterher rennen. Das ist aber auch sehr interessant, was das auch so hat. Und das kann ich definitiv abschalten. Dann würde ich sagen... mache ich mal doch erst das weiße Zeug da weg. Weil wenn ich oben jetzt die Tür aufmache, denke ich, habe ich hier noch mehr Action. Peaks. Was hast du jetzt gebracht? Nix. Was bringt das? Ich weiß, damit kann ich Sachen kaputt machen oder so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut war. Habe ich ihn jetzt umgebracht unten? Nee, ne? Geh mir aus dem Weg. Nö, der lebt noch. Okay. Ja, gut. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 21, 25, okay. Ja. Aber das Licht hat es entfernt hier. Ich habe noch nicht herausgefunden, was die machen. Also die, ziehen anscheinend, die sind anscheinend irgendwie für irgendwas lebendig oder sowas. Keine Ahnung.